Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen wieder von hier vorne. Wir machen weiter mit der Baustellenkonferenz. In diesem Workshop hier, in dieser Veranstaltung geht es jetzt um das Thema fairer Handel und fairer Wettbewerb. Wir gehen also ins ganz Große. Es geht um den Weltmarkt, internationale Handelsbeziehungen und wie man sie regulieren kann. Dafür müssen wir uns unterhalten über verschiedene wichtige Themen, unter anderem Freihandel. Was ist Freihandel? Einerseits kann Freihandel Vorteile bringen, Erhöhung der Wirtschaftsleistung, des Wohlstandes. Er bringt Vorteile für Verbraucher, die günstige, gute Produkte erwerben können, die in anderen Teilen der Welt hergestellt werden und über Ländergrenzen gehandelt werden. Aber Freihandel bringt natürlich, kann auch Nachteile mit sich bringen, wenn beispielsweise Produkte aus wirtschaftlich starken Ökonomien in andere Wirtschaftsräume exportiert werden und dort die einheimische Wirtschaftsstruktur unter Druck setzen oder zerstören. Sowas kommt vor. Wir müssen uns unterhalten, ob wir in diesem Lande neue, uns einsetzen wollen für neue Standards, mit dem der Welthandel reguliert werden soll, mit dem Wettbewerb reguliert werden soll. Stichwort Menschenrechte. In den vergangenen Jahren ist ja viel darüber diskutiert worden, ob wir für die globalen Wertschöpfungsketten der Konzerne neue Standards brauchen. Also wie verhindert man solche Katastrophen wie Rana Plaza in der Textilindustrie? Was kann die Politik aus Deutschland, Europa tun, um in dieser Hinsicht zu intervenieren? Und es geht natürlich um ökologische Rahmensetzungen. In diesem Jahr wird es die große Klimakonferenz geben. Also mit welchen Mitteln, auf welchem Wege kommt man zu internationalen Abkommen, um eine Nachhaltigkeitspolitik voranzubringen? Das sind einige wichtige Fragen, die wollen wir jetzt diskutieren mit Valerie Wilms. Sie ist Maschinenbauingenieurin, seit 2009 für die Grünen im Bundestag. Gegenwärtig Obfrau im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und Spezialistin für Nachhaltigkeitspolitik. Und das gleiche auch nochmal im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, den haben wir im Bundestag auch. Genau, herzlich willkommen. Und wir haben Henning Vöpel, er ist Ökonom, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Seine Schwerpunkte sind Geldpolitik, Währungen und Finanzmärkte. Herzlich willkommen. Ich bin Hannes Koch, ich bin selbstständiger Wirtschaftskorrespondent für verschiedene Zeitungen hier in Berlin, unter anderem für die Taz. Ja, wir haben uns folgenden Ablauf überlegt. Frau Wilms und Herr Vöpel werden jetzt kurze Statements abgeben mit ein paar Thesen jeweils. Dann diskutieren wir hier vorne ein bisschen darüber und dann werden wir möglichst schnell mit Ihnen ins Gespräch kommen und dann bitte ich Sie gerne, sich auch einzuschalten mit Thesen, Anregungen, Fragen. Ja, lassen Sie uns beginnen mit Frau Wilms. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Koch. Wir haben da ja im Einstieg eben etwas gesagt, ob wir da neue Regeln, neue Ordnungsrecht brauchen. Und wann kommt die Politik da endlich mal so richtig in Gang? Ne? 6 Jahre, knapp 6 Jahre Deutscher Bundestag haben mich zu der Überzeugung gebracht, dass Politik erst dann mit einem Weitblick handelt und neue Visionen umsetzt, mal auf neue Lösungen hingeht, wenn es irgendwo eine Katastrophe in dem Zusammenhang gegeben hat. Hm? So, also Sie haben diesen einen Fall in Bangladesch da angesprochen mit der Textilfabrik. Das war noch nicht richtig spürbar. Wir merken es beim Klimawandel. Den Klimawandel spüre ich hier nicht vor Ort. Ne? Kaum. Ne? Ja, wir können sagen, das ist jetzt fast Juli. Ne? Und wo bleibt die Wärme? Ne? Wo bleibt die Sonne? Aber da können wir eigentlich ganz gut mit leben. Hier so. Ne? Wir sind da nicht so getroffen wie Malediven oder wie in der Sahelzone. So, aber wenn wir so etwas nicht haben, wenn wir so ein von außen auf die Politikerinnen und Politiker einwirkendes Ereignis haben, dann ist die Bereitschaft,
wirklich mal was Neues auszuprobieren und sich da auch in den Clinch mit den Wählerinnen und Wählern zu gehen und auch Risiko zu gehen, ob man das dann besteht. Die tendiert gen Null. Dann frickeln wir so weiter, wie wir es bisher gemacht haben. Das ist meine Wahrnehmung nach 6 Jahren Politik, weil schlicht und ergreifend die Wiederwahl ist bei den meisten das ausschlaggebende Instrument. Da wollen sie ran. So, die Frage, brauchen wir neue Gesetze und Regeln? Die beantworte ich mal ganz kurz und schnell. Nur wenig, wenn überhaupt. Wir müssen vor allen Dingen endlich mal Vollzug machen. Das, was wir geschaffen haben, auch mal richtig umsetzen. Und wenn wir alleine mal nach Deutschland schauen, haben wir ja den Vollzug weitgehend abgeschafft. Das ist Länderaufgabe in vielen Stellen. Da kümmern wir uns in den Ländern kaum noch drum, weil die alle möglichen Positionen, alle möglichen Stellen abbauen und kaum noch ernsthaften Vollzug machen. So, jetzt gehen wir mal in die Grundfrage im Hinblick auf den Welthandel. Wissen Sie, da brauchen wir eigentlich, um das aufzugreifen jetzt mit dem Vollzug, da bräuchten wir eigentlich wirksame Instrumente. Nehmen wir das Beispiel Emissionshandel, Zertifikatehandel, CO2-Zertifikate. Ist, wenn ich so als Ingenieurin mir das angucke, ich habe auch noch ein normales Leben gehabt, bevor ich beschloss, Politikerin zu werden, als ich mir das erste Mal angeguckt habe, als ich hier mit der Energiepolitik bei den Grünen angefangen habe, habe ich gesagt, Leute, das kann doch eigentlich so nicht funktionieren, was ihr da vorhabt. Es geht eigentlich schlicht und ergreifend nicht. Wenn ich mir 5 Jahre Zeit lasse und abwarte, wie viel dann erst mein Cap wieder anpasse und in der Zwischenzeit haben wir einen wahnwitzigen Erfolg über Zubau von erneuerbaren Energien und berücksichtigen das nicht im Gesamtcap, dann habe ich irgendwas über. Punkt. Das kann einfach nicht gehen. Das ist schlicht und ergreifend Adam Riese. Da brauche ich nicht großartig nachzudenken. Da muss ich auch keine großartige Politik machen. So, und wir werden in der Politik manchmal gut beraten, solche Überlegungen von vornherein mit einzubeziehen. Das hätte aber bedurft, dass man 2 verschiedene Systeme miteinander hätte verschränken müssen. Das ist nicht so ganz einfach. Weil hinter dem einen System stehen bestimmte Interessen, hinter dem anderen System stehen bestimmte Interessen. Das andere System war das EEG. Und das miteinander zu verbinden, hätte ja gegebenenfalls bedurft, dass der eine auf etwas verzichten müsste. Oder zumindest mal miteinander reden. Das ist nicht gemacht worden. So, und so ähnlich läuft das an vielen anderen Stellen auch. Wenn wir uns das angucken. Wir haben damals unter Rot-Grün, das war noch vor meiner Zeit, ich bin ja, wie Herr Koch sagte, erst seit 2009 dabei, haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland entwickelt, nach der ersten Rio-Konferenz, die, wenn man sich das im Detail anschaut, verdammt gut war zum damaligen Zeitpunkt. Die auch heute noch verdammt gut ist, die aber weil sie in keiner Weise mit irgendwie Vollzugsmöglichkeiten ausgelegt war, sondern mehr oder weniger immer nur auf Freiwilligkeit basierte, kaum in die Öffentlichkeit durchgedrungen ist. So, jetzt haben wir da vielleicht die Möglichkeit, über die neu kommenden, in diesem Herbst kommenden Sustainable Development Goals der UN, dort auch eine gewisse neue Grundlage zu schaffen, die in eine Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland zu integrieren und dann das vor allen Dingen, weil das ja dann ein Weltziele sind, das dann auch zu übernehmen. Da sehe ich aber schon wieder gewisse Probleme auf uns zukommen und da müssen wir dann nachher wirklich mal ernsthaft drüber reden. Machen wir nicht nur schöne Papiere, wo irgendwelche tollen Goals drinstehen, Ziele drinstehen, sondern wir müssen uns dann auch überlegen, schaffen wir dann auch den Instrumentenkasten dahinter, in diesem Falle nicht etwa national. Wir haben das ja eben bei dieser Datenschutzgrundverordnung gehört, dass wir das dann ja immer ganz gerne auf die Nationalstaaten abschieben und jeder kann dann das für sich machen. Und wenn wir in Deutschland haben wir noch den Föderalismus
Und wir wissen ja auch, dass dann in von 16 schert mindestens ein Bundesland aus. Ne? Meist ist das da ganz unten tief im Süden, im Südosten, ne? Dass dann etwas anders mit bestimmten Sachen umgeht. So, da müssen wir dann auch dafür sorgen, dass sowas vereinheitlicht wird, dass wir also dort auch tatsächlich eine Institution schaffen auf der UN-Ebene, die dann auch ein Monitoring hinbringen kann und vor allen Dingen auch gewisse Vollzugsbefugnisse bekommt. So, und dann habe ich das, ich war im letzten Wahlperiode auch im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, da haben wir uns mal zweimal in Brüssel mit der Kommission getroffen. In Hinblick auf, gibt es eigentlich eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie? Auf dem Papier gibt es sie irgendwo, aber umgesetzt wurde sie überhaupt nicht. So, das ist dann natürlich auch noch eine Sache, wo wir dann etwas weiter schauen müssen. So, nächster Punkt. Das ist die eine Schiene, die wir über die Umsetzung der SDGs in die Hand nehmen könnten. Die zweite Schiene wäre, die ganz interessant ist, ich denke da an die CSR-Richtlinie, die jetzt ja europäisch gekommen ist, also mithin Berichtspflichten auch erweitern in eine nicht finanzielle Berichtspflicht. Das könnte durchaus auch eine gewisse Hilfe sein, um auch für die Kundinnen und Kunden deutlich zu machen, wer denkt eigentlich ein bisschen weiter und nicht nur in einem ganz, ganz schmalen Rahmen. So, und dann schauen wir uns mal die einzelnen Bereiche an, wo wir dringend was machen müssten. Thema Subventionen. Tja, ich habe noch keine Subvention erlebt, die abgeschafft worden ist. Ne? Wenn mir uns das jetzt gelingt, im Zusammenhang mit den SDGs und fairen Handel weltweit, wollen wir mal schauen. Ich habe da so meine Zweifel. Wir erleben es ja gerade jetzt mit der Energiewirtschaft, wie schnell da die Subvention einfach wieder fortgeschrieben wird. Ich würde mich auch freuen, wenn wir in irgendeiner Form in ein System reinkommen, wo wir auch Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Das sind immer große Worte, die gesagt werden. Aber wenn es dann in die ernste Umsetzung geht, denn das kann man am besten machen über eine Monetarisierung, dann stehen wir da und kommen dann doch nicht weiter. Lassen Sie mich das mal zusammenfassen. Herr Koch, ich sage, wir müssen uns als Politik zukünftig etwas mehr trauen. Wir müssen auch mal Visionen entwickeln, wo es langfristig hingehen soll. Und wir müssen dann auch bereit sein, dafür zu kämpfen und nicht nur zu schauen, wie kurzfristig vielleicht der Wähler in 4 Jahren uns das links und rechts um die Ohren schlägt, sondern tatsächlich auch dafür zu werben, dass das der richtige Weg ist. Meine Wahrnehmung ist, der Wähler, die Wählerinnen erwarten das mittlerweile von uns. Und das sage ich hier an der Stelle mal ganz ideologiefrei. Und in dem Weg bin ich gerne bereit, in meinen Möglichkeiten mitzugehen. Gut, vielen Dank. Dann gebe ich gleich weiter an Herrn Vöpel. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Wenn Sie einen Ökonomen fragen, ob er für Freihandel ist oder nicht, dann ist der erste Reflex zu sagen, ja, Freihandel ist gut. Nicht? Die Vorstellung dahinter ist relativ schlicht. Also man stelle sich vor, jede Volkswirtschaft müsse alle Güter und Dienstleistungen selbst produzieren, dann ist das offenbar relativ ineffizient, weil es, wie wir Ökonomen sagen, komparative Vorteile gibt. Das heißt, Länder spezialisieren sich auf die Produktion jener Güter, bei denen sie vergleichsweise einen Kostenvorteil haben. Und anschließend handeln wir miteinander zu beiderseitigem Vorteil. Das ist das, was die ganz schlichten Modelle uns sagen. Und das war auch das leitende Prinzip in der Globalisierung, zu sagen, am besten oder maximal ist der Wohlfahrtseffekt für die beteiligten Länder, wenn wir Freihandel zulassen, wenn wir Märkte liberalisieren, deregulieren, dann waren auch der Kapitalverkehr wurde dereguliert. Und dann haben wir durch die Finanzkrise gesehen, dass offenbar doch die Komplexität so groß war, dass sie zu bestimmten systemischen Risiken geführt hat, die wir nicht mehr kontrollieren konnten und die in der Krise dann auch zu der Aufgabe von wichtigen ordnungspolitischen Grundsätzen geführt haben. Wir mussten Banken retten, wir mussten Volkswirtschaften retten durch Bailouts und dieser Tage wird ja immer noch darüber verhandelt, wie wir das tun und die EZB hat sozusagen bis auf das Äußerste ihr Mandat strapaziert.
Das heißt, wir stehen vor der Situation, dass das leitende Paradigma des Freihandels, freier Globalisierung unter Druck geraten ist. Und das führt natürlich zu der wichtigen Frage, wie können wir Regeln schaffen, Institutionen schaffen, die helfen, gewissermaßen die negativen Folgen freier Märkte, freien Handels zu begrenzen. Wir haben gesehen, dass die USA Risiken verbrieft haben auf ihren Finanzmärkten durch diesem Subprime-Segment, haben gewissermaßen Finanzmarktrisiken exportiert in alle Welt. Gleichzeitig importieren wir natürlich auch für unsere Verhältnisse zu geringe Standards aus China. Wenn wir Spielzeug, Textilien importieren aus China, dann importieren wir natürlich auch Standards, die nicht unseren entsprechen. Dann kann man argumentieren, das ist im Grunde keine Folge des Freihandels, sondern das hat damit zu tun, dass wir in China ein geringeres Einkommensniveau haben und geringere Einkommensniveaus führen dazu, dass die Menschen auch geringere Standards, Arbeitsstandards, Umweltstandards akzeptieren. Nicht, weil sie andere Vorstellungen haben, was gut ist für Menschen, sondern notgedrungen aus einer gewissen Armut oder wirtschaftlichen Not heraus. Die Frage ist, können wir uns auf gemeinsame Regeln, Institutionen einigen? Ich bin ehrlich gestanden relativ skeptisch, weil wir natürlich eine wertepluralistische Welt haben. Und nicht nur eine wertepluralistische Welt, sondern wir haben eben auch sehr unterschiedliche Lebensstandards. Und die zu vereinheitlichen ist sehr schwierig. Und insofern glaube ich, darf man dem Freihandel auch nicht die Last aufbürden, jetzt sozusagen in allen Ländern die Standards anzuheben. Das würde auch der Idee des Freihandels zuwiderlaufen und würde diese Idee auch überfordern. Und deshalb sieht man, dass immer wieder es ja auch zu Konflikten kommt. Nicht? Also wenn der Wirtschaftsminister irgendwo hinreist und Handelsabkommen schließt, dann ist der Außenminister, folgt irgendwie eine Woche später oder eine Woche vorher und muss über Menschenrechtsfragen diskutieren. Das heißt, muss. Das ist eine Pflicht und das ist ja auch gut so. Aber daran sieht man, dass es offenbar einen Zielkonflikt gibt zwischen wirtschaftlicher Freiheit und politischer Freiheit. Und wir müssen, wenn wir über Freihandel reden, über Globalisierung, anerkennen, akzeptieren, dass wir eben nicht nur Produktion miteinander vernetzen, sondern eben auch bestimmte Werte miteinander natürlich konkurrieren. Und die Frage ist, wie tun wir das? Und ich bin da sehr pessimistisch. Zunächst einmal, dass es uns gelingt, gemeinsame Institutionen, gemeinsame Regeln zu erlassen. Die Institutionen, die wir haben, um den Welthandel zu regulieren, das sind Bretton Woods-Institutionen, IMF, Weltbank und so weiter. Wir erleben eigentlich eine Wende vom Multilateralismus im Handel wieder hin zu Bilateralismus. Das heißt, wir haben vertiefte wirtschaftliche Integration zwischen Wirtschaftsräumen, die eine gewisse kulturelle, historische Nähe zueinander haben. Der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist, dass ich glaube, dass die Lösung darin liegt, dass die Länder, und wir sehen das hier auch am Beispiel von China, mit wachsendem Wohlstandsniveau, mit wachsenden Einkommen im Grunde sich diese Standards selbst erkämpfen müssen. Nicht? Und ich war gerade vor 3 Wochen in China, in Chongqing, das war der europäisch-asiatische Wirtschaftsgipfel, und da war völlig klar, dass Peking nachhaltiges Wachstum anstrebt. Das dauert viele Jahre, aber die sehen natürlich, dass es Grenzen des rein quantitativen Wachstums gibt und die sind sehr, denen ist sehr bewusst, dass sie was tun müssen, nachhaltiger werden müssen. Und wenn 1,3 Milliarden Chinesen beschließen, nachhaltiger zu leben, dann ist es, glaube ich, für die Menschheit, für die Welt eine gute Nachricht. Damit will ich aber nur sagen, dass es sozusagen eher eine Funktion des Einkommensniveaus ist, als eine Frage des Freihandels. Und insofern glaube ich, es wäre der falsche Reflex, nach der Krise zurückzukehren zu Nationalismus oder eine Renationalisierung der Wirtschaft, eine Deglobalisierung der Wirtschaft, ist die falsche Antwort. Wir haben eine Reihe von globalen Problemen, die wir nur durch Kooperation lösen können. Insofern glaube ich, muss man die Frage
der Kooperation, des Freihandels, internationaler Wirtschaftsbeziehungen ein bisschen lösen von der Vorstellung, wir könnten Werte harmonisieren. Ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, dass wir in den Ländern selbst für Freiheit und Demokratie kämpfen, dass wir die Länder unterstützen, autonom zu bleiben, eigene Regeln zu finden, dass wir dagegen vorgehen, dass in diesen Ländern Korruption herrscht, das ist, was wir Ökonomen Rent-Seeking nennen, dass also die einzelnen Interessengruppen immer versuchen, sozusagen auf Kosten anderer sich die wirtschaftlichen Vorteile zu greifen. Wenn wir in dieser Hinsicht was tun können, was erreichen können in diesen Ländern, dann schaffen wir, glaube ich, eine gute Voraussetzung dafür, dass wir durch Freihandel auch echte Wohlfahrtseffekte schaffen in allen Ländern. Ja, vielen Dank. Lassen Sie uns vielleicht bei dem Gespräch jetzt mal ausgehen von der These, die Frau Wilms gerade formuliert hat. Sie sagte, dass es eigentlich nicht zu wenige Regeln gibt, dass es eher um Vollzug geht und dass der Instrumentenkasten fehlen würde. Vielleicht kann man das mal ansatzweise an drei Themen besprechen. Also wenn man auch von grünen Interessen ausgeht und von den Herausforderungen, die es in der internationalen... Verletzt? Gut. Von den Herausforderungen, die es in der internationalen Politik gegenwärtig gibt in diesem Jahr, geht es ja um drei große Themen. Drei wesentliche Themen, es gibt noch andere, drei wesentliche. Klima, die Weltgemeinschaft will zusehen, dieses Klimaproblem in den Griff zu kriegen. Armut, also SDGs wurde gerade angesprochen, Entwicklungsziele, wie kann man Hunger abschaffen, Armut etc. weltweit. Teilweise sind wir da vorangekommen, aber das Ziel liegt noch auch dann wiederum in weiter Ferne. Und der dritte Punkt sind Menschenrechte. Wird ja hier viel diskutiert, ich habe es gerade angesprochen, internationale Wertschöpfungsketten, Rana Plaza, das ist das Thema. Also wenn man diese drei Punkte nimmt, stimmt es da wirklich, dass es ausreichende Regeln gibt für den internationalen Wettbewerb und für den internationalen Handel? Ich habe Zweifel. Herr Vöpel, wie sehen Sie das? Also gibt es für diese drei Bereiche Klima, Menschenrechte, Armut ausreichende Regeln? Das sind alles Bereiche, in denen Märkte manchmal versagen, nicht? Also wir haben es beim Klimawandel mit der größten Externalität, globalen Externalität zu tun, die überhaupt vorstellbar ist. Das heißt, wir können die Effekte individuellen Handelns nicht ausreichend über Märkte regeln und koordinieren. Das heißt, in diesen Fällen brauchen wir Regeln, um Marktversagen auszuschließen oder zu korrigieren. Das wiederum bedingt, dass wir tatsächlich uns global, weil es eben eine globale Externalität ist, uns global auf Standards einigen. Nun versuchen Sie mal mit China zu verhandeln darüber, was auch nur pro Kopf an CO2 emittiert werden darf. Die sagen nämlich, na, ihr habt drei Jahrhunderte, habt ihr industrielle Revolutionen gehabt, habt euch entwickelt und jetzt versagt ihr uns das Recht, uns den Wohlstand zu erarbeiten, weil ihr jetzt negativ davon betroffen seid. Das, finde ich, ist natürlich auch offenkundig eine Gerechtigkeitsdebatte. Und die Frage ist, wie regeln wir das? Wie können wir auch die Last des Klimawandels so umverteilen, dass diejenigen, die eben ärmer sind, noch nicht die Gelegenheit hatten, durch CO2-Emissionen sich einen gewissen Reichtum zu erarbeiten, dass die entlastet sind von dieser Aufgabe. Das setzt ein unglaubliches Maß an Kooperation voraus, das ich nicht erkennen kann. Was Armutsbekämpfung angeht, haben wir ja versucht, über Entwicklungshilfe Armut zu reduzieren. Diese Instrumente waren in aller Regel nicht besonders erfolgreich. Nun gibt es verschiedene Ansätze. Wir kennen auch aus der experimentellen Ökonomik, wissen wir, wie Haushalte, die arm sind, reagieren auf Anreize. Es gibt eine Ökonomin, Esther Duflo, die hat da viel zu gearbeitet und die hat herausgefunden, dass man den Menschen, den Haushalten, die besonders arm sind, denen muss man sozusagen am Ende des Horizonts ein Licht eröffnen, nicht? Und dann verändert sich sofort das Investitionsverhalten. Die arbeiten und handeln sozusagen nicht mehr von einem Tag auf den nächsten, weil sie aus
purer Not natürlich für den nächsten Tag einfach das Überleben sichern müssen, sondern wir müssen diesen Menschen erlauben, langfristig zu investieren. Das klingt natürlich leichter, als es ist, wenn man arm ist. Das ist völlig klar. Aber ganz wichtig ist, dass man das Investitionsverhalten, die Entscheidung der Menschen, der Haushalte, richtet auf die Zukunft. Dass es eben nicht nur darum geht, den nächsten Tag zu sichern, sondern in Bildung zu investieren. Dass man auch bestimmte Institutionen vorhält, die es erlauben, in Bildung zu investieren. Und zwar nicht in akademische Bildung, sondern manchmal geht es darum, zu wissen, wie man ein Feld bewässert oder wie man düngt. Nicht? Also einfache Dinge, die sofort einen Produktivitätsfortschritt erlauben, um damit sozusagen eine Spirale aus der Armut zu ermöglichen. Das dritte, Menschenrechte, ist, glaube ich, etwas, was wir durch gemeinsame Regeln auch nicht, wir können unsere Vorstellung einer Gesellschaft, glaube ich, nicht exportieren, sondern wir können das nur tun, indem wir diese Länder unterstützen, den Weg zu Demokratie und Freiheit zu gehen. Natürlich können wir, wie im Falle von Russland, Sanktionen erlassen. Und manchmal erhöht das auch den Druck auf diese Länder. Ich glaube nur, dass es die Idee des Freihandels, freier Märkte, überfordert. Wir müssen, glaube ich, die Ursachen, auch wenn die Wirkung zusammenhängt und manchmal es uns erscheint, als würden die Dinge miteinander zu tun haben, glaube ich, dass die Ursachen von Freihandel oder der Entscheidung zu Freihandel und der Entscheidung zu Demokratie und Freiheit unterschiedliche sind und dass wir das in der Diskussion auseinanderhalten müssen, wie gesagt, auch wenn die Gemengelage, die Wirkung manchmal so eng zusammenwirken und hängen, dass wir die Vermutung haben, wir müssten das gemeinsam diskutieren. Aber ich glaube, es überfordert beide Politikbereiche, wenn wir das tun. Aber man muss doch wirklich beides tun. Also auf der einen Seite sich als beispielsweise deutscher Wirtschaftsminister in den TTIP-Verhandlungen aus seinem Interesse heraus für Freihandel einsetzen und für für grenzüberschreitenden Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit über Grenzen hinweg, dass es möglichst wenig reguliert ist. Das ist ja das originäre Interesse eines Wirtschaftsministers, der dann auch in gewisser Weise in Vertretung der Wirtschaftsinteressen handelt. Andererseits müssen doch aber in einem Staat wie Deutschland beispielsweise andere Interessen, menschenrechtliche Klima, armutsreduzierte Entwicklungspolitik ebenso eine Rolle spielen und dürfen das Rahmen, also fordern dürfen und versuchen durchzusetzen, dass Rahmen gesetzt werden für diese Sphäre, für diese ökonomische Sphäre. Absolut. Also um da nicht missverstanden zu werden. Natürlich haben Länder wie Deutschland oder die Europäische Union das Recht und vielleicht sogar die Verpflichtung, sich abzuschotten gegenüber Ländern, die eben unter menschenunwürdigen Bedingungen produzieren, erkennbar, unter Unfreiheit produzieren, unter Verletzung der Menschenrechte. Das ist auch kein Protektionismus, sondern das ist einfach die Entscheidung zu sagen, wir wollen mit diesen Ländern nicht handeln, die unter solchen Bedingungen produzieren. Das ist völlig, völlig zulässig. Auch da geht aber manchmal muss man sozusagen das Argument noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist hochproblematisch, das anzusprechen, aber wenn wir uns die Kinderarbeit anschauen, ist das ein Bereich, wo wir sagen, das wollen wir unter gar keinen Umständen. Und natürlich ist das die erste humanistische Reaktion darauf. Dennoch dürfen wir nicht den Hochmut besitzen, dass wir glauben, in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, das seien alles Rabeneltern, nicht die ihre Kinder aufs Feld schicken und zur Arbeit. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass das Resultat größter wirtschaftlicher Not und von Armut ist. Und wir helfen diesen Ländern manchmal nicht dadurch, dass wir sagen, so wir treiben keinen Handel mit Ländern, in denen Kinder zur Arbeit geschickt werden. Das ist ein Missstand und den gilt, die internationale Staatengemeinschaft tut viel zu wenig, um das zu beheben. Ich glaube nur, zu sagen, wir handeln nicht mit diesen Ländern, führt manchmal zu adversen Effekten, also genau zu dem Gegenteil von dem, was wir eigentlich dadurch erreichen wollen und was wir mit diesen
Maßnahme oder mit dieser Entscheidung eigentlich bewirken. Frau Wilms, nochmal zu Ihrer These, die ich gerade angesprochen hatte. Meinen Sie tatsächlich, dass in diesen drei Bereichen, also Klima, Armut, Menschenrechte, ausreichend internationale Regeln bestehen, die man nur besser umsetzen muss? Oder meinen Sie das tatsächlich mit Hinblick auch auf die Klimaverhandlungen und so weiter, die in diesem Jahr laufen? Also, wir sind bei den Klimaverhandlungen, ne? Da haben wir schon so viel erlebt. Wir haben damals mit den Emissionszertifikatehandel, wenn wir das konsequent umgesetzt hätten, ne? Wenn wir da insgesamt als Gesamtgesellschaften über die Welt bereit gewesen wären, hätten wir da ja auch was mit erreichen können. Haben wir aber nicht. Sogar in Europa haben wir es nicht sauber hingekriegt, den Emissionshandel. Also wir haben schon, wir haben das grundsätzlich vorhanden. Wir wenden es nur in aller Regel nicht richtig an, weil wir dann ja unsere eigene Klientel in irgendeiner Form belasten müssten. Und da stehen wir dann als Politikerinnen und Politiker nicht unbedingt durch. So, und was eben auch nochmal gesagt wurde, was Sie ja eben gesagt hatten, Herr Völpel, das würde ja, was Sie eben angedacht haben, würde ja in der Endkonsequenz bedeuten, dass wir bestimmte Staaten, wo wir entdecken, dass dort Verstöße gegen Menschenrechte sind, dass wir die komplett aus dem Handel rausnehmen. Das heißt, wir ermöglichen es ihnen dann gar nicht, auch noch wieder sich weiterzuentwickeln. Ja, Entschuldigung, also wir sind hier nicht in irgendeiner Planwirtschaft, in der wir den Welthandel abwickeln, sondern das ist immer noch eine Frage von irgendeinem Marktgeschehen. Das müssen wir gegebenenfalls mit Instrumentarien unterstützen, aber wir können sicherlich nicht den Weg gehen, dass wir die komplett rausnehmen. Dann haben sie nie eine Chance, aus dieser Falle rauszukommen. Und wenn wir uns das Beispiel China anschauen, was Herr Völpel gesagt hatte mit dem Thema, die müssen das selber lernen in China, ich überspitze das mal, setzen ja gewisse Lerneffekte auch schon ein, was zum Beispiel die Emissionssituation betrifft. Das haben wir alles in den 60er Jahren hier auch gehabt. Wenn ich mal einen Report geguckt habe in den 60er Jahren, wie das da ausgesehen hat. Und als dann bestimmte Sachen zusammengebrochen waren, als dann auch die gesundheitlichen Belastungen viel zu groß waren, dann sind wir auch erst in Gang gekommen, nicht vorher. Also es ist immer eine Versuch- und Irrtum-Strategie, wo wenn ich das ergänzen darf, es sind ja auch gar nicht die Chinesen, die CO2 emittieren dadurch, dass sie produzieren, sondern dadurch, dass wir deren Produkte konsumieren. Ja, der Verbraucher ist natürlich derjenige, der CO2 emittiert. Und was wir hier machen, wenn ich jetzt das meine Nachhaltigkeitsstrategie anrechne, ne, da laufen unsere Indizes sehr schön, ne, weil die Emission hier nicht mehr auftritt. Ne? Wir verlagern das nach draußen. So, und darum wäre halt im Rahmen dieser SDG-Verhandlungen, Herr Koch, und das geht ja nicht nur um irgendwie Entwicklungshilfe an der Stelle, sondern das ist ja jetzt wirklich mal das Gesamtportfolio, was da ansteht, so etwas dann auch mit reinzubringen und vor allen Dingen dann auch eine Regelung zu schaffen, die wir dann auch umsetzen können und dass dann nachher sich keiner mehr rausreden kann, wie bei dem Internationalen Strafgerichtshof und ähnlich. Also doch Regeln. Also man braucht bessere Regeln. Aber erstmal bessere Regeln. Sie haben ja gerade das Thema Emissionshandel angesprochen. Es gibt einen europäischen Emissionshandel, den gibt es, der ist gesetzt, der funktioniert schlecht. Einen internationalen Emissionshandel gibt es nicht. Insofern wäre das ja ein potenzielles Thema der internationalen Klimaverhandlungen, diesen zu etablieren. Das läuft in andere Richtungen, da wird über andere Dinge geredet, wenn ich das richtig sehe. Und ein internationaler Emissionshandel steht jetzt nicht vor der Türe, aber so etwas fehlt ja, also solche begrenzenden Regeln, die also die es begünstigen würden, den Klimawandel im Griff zu behalten. Wir haben es ja nur in Europa umgesetzt. Es war ja eigentlich weltweit beschlossen. Ne? Haben sich noch nicht getraut, bestimmte Bereiche haben sich da selber ausgegrenzt. So, wir haben aber auch in Europa gezeigt, dass wir es nicht hinkriegen. So, warum müssen wir dann so ein Instrument weiterführen? Ich bin mittlerweile so weit und sage, wenn wir nicht wir sind in einem marktwirtschaftlichen System, in einer sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und hoffentlich auch in Europa und der Welt. Das müssen wir, da sprechen Preise in irgendeiner Form, sind das entscheidende Steuerungsinstrument und da müssen wir ran. Das heißt, wenn wir schon erkennen können, dass es mit Emissionshandel nicht weitergeht, warum gehen wir nicht jetzt mal in eine Situation rein, das ist ja gestern, glaube ich, behandelt worden, Richtung Ressourcenbesteuerung und Ähnlichem. Da bin ich gerne mit dabei.
dass wir uns damit mal ernsthaft auseinandersetzen. Aber zu denken, dass wir das alles immer über das Ordnungsrecht machen können. Ordnungsrecht funktioniert so nur dann gut, wenn Sie da auch tatsächlich für einen Vollzug sorgen. Und den vergessen Sie in aller Regel. Und wenn ich das ergänzen darf, die Durchsetzung von Regeln ist ja ganz schwierig. Nicht nur grenzüberschreitend, sondern wir haben ja auch innerhalb Deutschlands oder der Europäischen Union oder der Eurozone gesehen, dass die Durchsetzung von Haftungsregeln, also ganz einfacher ordnungspolitischer, marktwirtschaftlicher Prinzipien, ungeheuer schwierig ist, wenn wir eben keinen echten Wettbewerb haben. Wenn wir too big to fail oder too interconnected to fail haben, dann haben wir die Systemrelevanz. Und dann kann da stehen an Regeln, was will, dann agiert die Politik anders und vollzieht einen Bailout. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Wie können wir Regeln erlassen? Wie können wir gleichzeitig den Wettbewerb so durchsetzen, dass der Staat sich eben auch raushalten kann und das Haftungsprinzipien wirklich durchsetzbar ist? Das ist, glaube ich, die große Frage. Und ich weiß nicht, inwieweit wir in der Lage sind, tatsächlich in einer... Das Thema des vorherigen Panels war Digitalisierung. Nicht? Da haben wir globale Monopolisten, die sich entziehen nationaler Regulierung. Und wie wollen wir da Haftungsregeln grenzüberschreitend durchsetzen? Ganz wettbewerbsökonomisch, wettbewerbsrechtlich eine außerordentlich schwierige Frage. Sie haben das gerade gegeneinander gestellt, Frau Wilms, Ordnungsrecht und Steuerpolitik. Es handelt sich ja in beiden Fällen um Regeln, die anders gelagert sind, die anders durchgesetzt werden, die einen anderen Charakter haben. Aber Regeln sind es nicht desto weniger. Auch wenn man sich jetzt überlegen würde, dass in den internationalen Klimaverhandlungen beispielsweise über irgendwie eine Rohstoff- oder CO2-Abgaben etc. diskutiert wird, Rohstoffbesteuerung oder so, dann wären das ja auch neue Regeln, die etabliert werden müssten. Wenn Sie das so sehen, natürlich. Aber wir haben ja, wir dürfen dann aber nicht vergessen, Herr Koch, dass wir dafür dann auch das Umsetzungsinstrumentarium schaffen müssen, wenn wir sowas verhandeln. Und das wird in aller Regel vergessen, weil es dann nämlich bitter wird, weil Sie dann nämlich auch Ihre eigenen Institutionen angucken müssen und dafür bereit sein müssen, dann das auch umzusetzen. Und das kann dann auch ganz schnell dazu führen, dass wir hier also bestimmte Wirtschaftszweige stärker belasten müssen, als wir es bisher getan haben. So, und dann möchte ich mal dem Wirtschaftsminister, auch wenn er irgendwie eine grüne Weste anhat, schauen, wie wir das so einfach durchstehen. Da müssen wir uns dann als Politik vielleicht auch mal ein bisschen mehr trauen, als wir bisher getraut haben. Und nicht auf jeden Einwand von irgendeiner Gruppe, die dann hier mal um den Reichstag rumzieht, sofort uns ins Boxhorn jagen zu lassen. Um zu dem Thema Menschenrechte nochmal zu kommen. Herr Vöpel sprach gerade an und stellte die These auf, dass man ja Länder und Ökonomien, Wirtschaftszweige, die irgendwo auf der Welt also unter Menschenrechtsverletzung produzieren, dass man deren Güter ja ausschließen könnte vom Handel und dass man denen quasi verbieten könnte, mit irgendwelchen Methoden, ihren Kram hier zu verkaufen. So, also das könnte man sich ja so vorstellen, dass T-Shirts beispielsweise, die in Bangladesch, Pakistan, China, Indonesien hergestellt werden, unter Arbeitsbedingungen, wo keine Mindestlöhne gezahlt werden, wo die Leute 80 Stunden in der Woche arbeiten müssen oder 100 Stunden, nicht 60 Stunden, wie es die internationalen Regularien vorsehen und so weiter, dass diese T-Shirts hier nicht verkauft werden dürfen. Stellen Sie sich sowas vor, ist sowas möglich? Wie macht man sowas? Das wäre ja mal ein Instrument, ja. Ein konkretes. Ich glaube, man muss da ganz genau unterscheiden. Also ich sagte ja eingangs, dass Standards natürlich eine Funktion des Einkommens sind, ganz oft. Also mit steigendem Einkommen werden auch die Standards angehoben. Nicht? Es gibt eine gewisse Einkommenselastizität sozusagen, wie Standards gesetzt werden. Manchmal ist es natürlich so, dass große Konzerne in Länder gehen, in Regionen und dort der einzige Arbeitgeber sind. Wir nennen das einen Monopsonisten, also der einzige, der dort Arbeit nachfragt. Und dann ist es natürlich schwierig, dann gibt es Ausbeutung, dann gibt es Löhne, die zu gering sind, dann werden Arbeitsbedingungen oktroyiert, die Menschen unwürdig sind. Also da muss man ganz genau unterscheiden, ob das eine Freiwilligkeit ist, unter denen dort gearbeitet und miteinander Handel getrieben wird, oder ob es Zwang ist, ob politischer Zwang oder staatlicher Zwang oder ökonomischer Zwang, dadurch, dass Marktmacht
in diesen Ländern ausgeübt wird. Da muss man, glaube ich, ganz genau unterscheiden und entsprechend reagieren. Also es gibt ja die Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation. Das ist internationales Recht im UN-System, breit anerkannt. Dort steht drin unter anderem, dass jeder Beschäftigte auf der Welt das Recht hat, nicht mehr als 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also 40 normal plus 20 Überstunden. In diesen Textilproduktionen oder auch in den Elektronikproduktionen, in den globalen Wertschöpfungsketten arbeiten die Leute in der Regel viel länger. Sie müssen es und sie wollen es auch, damit sie mehr Geld verdienen, weil die Löhne so gering sind. Wäre es jetzt möglich beispielsweise und sinnvoll, dass wir in den TTIP-Verhandlungen versuchen durchzusetzen, dass Freihandel nur gilt, also grenzüberschreitender freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen und so weiter, für Güter, die unter diesen ILO-Konventionen, also Harmonie mit UN-Recht hergestellt worden sind? Naja, TTIP betrifft ja Standards, die zwischen den USA und der Europäischen Union ausgehandelt werden. Und natürlich, das wird ja immer diskutiert, hat das handelsumlenkende Effekte. Natürlich betrifft das auch Handelsbeziehungen zu Entwicklungs- und Schwellenländern. Die sind unter Umständen negativ betroffen durch dieses Freihandelsabkommen, weil wir eben Standards harmonisieren, vereinheitlichen, nicht unbedingt auf geringstem Niveau uns treffen, begegnen, das gar nicht. Aber nebenbei bemerkt, glaube ich, dass ich war dieser Woche bei der SPD, bei der CDU und auch bei der FDP auf Diskussionsveranstaltungen zu TTIP. Und in dem einen Fall, können Sie sich vorstellen, wer das war, da war das Argument, wir müssen TTIP unterschreiben, weil das ja unsere Freunde sind. Also das ist ebenso unsinnig, erkennbar unsinnig, wie die Vorstellung, die auf der anderen Veranstaltung geäußert wurden, dass mit TTIP der Teufel importiert wird. Also beides ist natürlich Quatsch und man muss das Argument sich anschauen. Und natürlich muss man nicht alles harmonisieren, das ist doch klar. Aber wir begegnen uns ja, was die USA und Europa angeht, auf relativ ähnlichen Niveaus und Vorstellungen. Und man muss nicht alles machen, man kann viele Bereiche auch ausklammern, gar keine Frage, aber es gibt auch viele Bereiche, wo man, glaube ich, Kosten senken kann, Handelskosten senken kann, indem man bestimmte technische Normen, Standards harmonisiert. Koch, das können wir natürlich gerne versuchen. Ne? Ich meine, es wäre durchaus mal eine Überlegung wert, aber ob das in TTIP steht, und ich sag's mal salopp, oder ob dann irgendwo in sonst wo die Schaufel umfällt, dürfte wenig Auswirkungen haben. Denn entscheidend ist, was der deutsche Kunde haben will und was wir hier in das Land dann reinlassen. Das heißt, wenn wir das so reinschreiben, ne, dann würde es im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir dann eine Organisation aufbauen müssen, mit der solche Produkte hier nicht mehr reinkommen, dass wir das überwachen. So, und da haben Sie ja irgendwie diese schönen Sachen da am Anfang angesprochen, die dort aus Textilien und Ähnliches die importiert werden. Ich kenne das aus meiner früheren Tätigkeit im Arbeitsschutz, dass diese Lederstoffhandschuhe, da haben wir gewisse Qualitätsanforderungen, auch in Europa, ne, die auch jetzt schon eingehalten werden müssen. Und die gute Ware, die das einhält, die wird nach Skandinavien geliefert. Und in Deutschland kommt das Zeug an, das am billigsten ist, weil nämlich nicht geprüft wird, weil nicht kontrolliert wird, weil noch nicht mal Stichproben gemacht werden. Bis es irgendwo mal geknallt hat, bis irgendwo dadurch eine entsprechende Erkrankung aufgetreten ist, dann wird vielleicht mal darüber nachgedacht. Also da kommen wir wieder genau in die Stelle, Sie können da noch so viel reinschreiben. Ne? Sie müssen nachher auch dafür sorgen, dass wir so etwas umsetzen können. Sie können sich ja schon mal warm laufen und vorbereiten, wenn Sie gerne sich einklinken wollen in die Debatte. Aber nochmal ein Punkt, ich stelle noch eine Frage jetzt in Anlehnung daran. Also Sie wären tatsächlich dafür, dass, also oder nochmal vorweg, das TTIP-Abkommen ist ja, steht ja stellvertretend für viele andere Freihandelsabkommen. Die USA verhandeln ein ähnliches mit dem asiatischen Raum und dieses TTIP-Abkommen soll ja auch einen Standard setzen oder jedenfalls haben manche Leute die Hoffnung, dass es das tut, dass es also Vorbild ist für Freihandelsabkommen, die beispielsweise dann die Europäische Union später mit afrikanischen Staaten schließt oder mit asiatischen oder Deutschland mit einem südamerikanischen Land und so weiter. Insofern könnte das, was in TTIP drinsteht, ja Bedeutung darüber hinaus gewinnen. Sind Sie unter dieser Annahme tatsächlich dafür zu sagen,
Da müssen solche menschenrechtlichen Prämissen eingebaut werden. Also Freihandel ist Freihandel, aber nur, wenn die Leute nicht mehr als 60 Stunden in der Woche arbeiten, die den Kram in Bangladesch hergestellt haben. Also da steht auch drin, die müssen die Möglichkeit haben können, nur 60 Stunden zu arbeiten, ne? In den ILO-Geschichten. Ne? Es steht aber nicht drin, dass sie nie 80 Stunden, wenn sie es machen wollen, arbeiten können. Da muss man mal ganz genau festhalten, was in diesen ILO-Konventionen auch im Detail drinsteht. Aber die Frage, grundsätzlich sowas, ich persönlich kann mir das vorstellen. Was jetzt die grüne Fraktion angeht, Herr Koch, da wissen Sie ja selber, wie da die Situation zurzeit ist. Ne? Da wollen wir ja lieber am besten gar keinen TTIP haben. Ne? Um jetzt auch mal die Fraktionsmeinung darzustellen. Ne? Ja, gibt es Wortmeldungen bei Ihnen? Ja, bitte sehr. Achso, jetzt gibt es ein Saalmikrofon? Ja, kommt. Hier die Dame hier vorne. Dankeschön. Mein Name ist Julia Truhl, Unternehmensgrün. Wir sind der Verband der grünen Wirtschaft hier in Deutschland. Und was ich jetzt wirklich gerne mal hören würde, ist eine Vision für die Zukunft, für eine grüne Wirtschaft. Ich bin froh, dass jetzt die Menschenrechte mal erwähnt wurden. Ich bin froh, dass Armut mal erwähnt wurde und das Klima endlich mal erwähnt wurde. Über die letzten 1,5 Tage ging es da viel zu sehr um irgendwelche Technikalitäten von irgendwelchen kleinen Bestimmungen in dem kleinen Deutschland. Aber es wäre doch mal schön, wenn man mal auf die Welt gucken würde und langfristig denken würde, ans Klima denken würde und sagen würde, wie muss so eine Wirtschaftspolitik denn aussehen, dass sie auch langfristig ist und dieser faire Handel und ein fairer Wettbewerb auch wirklich fair ist. Wer entscheidet, was fair ist und wer... Gut, das war ein wirklich guter Punkt. Wer setzt das dann um? Ja, und wie soll sich da ein Staat zurückziehen können, wenn wir brauchen doch Gerichte, um zu entscheiden, was fair ist und was nicht fair ist? Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass die Unternehmen in TTIP, nicht nur in TTIP, sondern auch sonst schreien, dass das Rechtssystem nicht gut genug ist für die Unternehmen. Deshalb brauchen die ISDS, ist gut genug für uns Kleine. Aber für die Großen, die wollen ihr eigenes Rechtssystem haben. Also das ist weder fair, noch ist es wirklich Wettbewerb. Da muss doch mal eine Ordnung her. Und das wäre doch schön, wenn das mal behandelt werden würde. Danke. Darf ich vielleicht kurz, das klingt so ein bisschen nach Sonntagsrede, aber ich glaube, man kann sich auf kaum mehr verständigen, als dass fair bedeutet, dass es unter demokratischen, freiheitlichen Bedingungen zustande kommt, unter Selbstbestimmung, unter autonomen Bedingungen von Individuen. Solange das gewährleistet ist, habe ich die begründete Hoffnung, dass es auch fair ist. Ich glaube, dass jeder, und ich sprach vorhin von Wertepluralismus, ich würde selbstbewusst sagen, auch was europäische Werte angeht, dass jeder Mensch zur Freiheit befähigt ist, dass jeder Mensch auch mitbestimmen möchte. Das gilt für alle Menschen auf der Welt. Und wenn wir das durchsetzen können, dann glaube ich, erreichen wir auch Fairness. Leider ist die Welt so nicht im aktuellen Zustand. Die Frage ist, wie können wir uns dorthin bewegen, auf diesen Idealzustand? Dadurch, dass wir uns abschotten, dadurch, dass wir keinen Handel miteinander treiben, meine Befürchtung ist, dass wir das auf diesem Wege nicht schaffen. Wir können natürlich auch nicht mit Gewalt in Russland Demokratie und Freiheit durchsetzen, sondern das Einzige, was uns bleibt, ist vielleicht, das über Sanktionen zu erreichen. Auch da bin ich skeptisch, weil die Erfahrungen mit Sanktionen sehr unterschiedlich sind und ja, zwar unterschiedlich, aber mehrheitlich vielleicht doch eher enttäuschend. Und insofern glaube ich, dass man über Freihandel, und ich sprach von Überforderung, dass man mit Freihandel oder mit umgekehrt mit Protektion nicht eigene Vorstellungen exportieren kann. Das funktioniert, glaube ich, nicht, sondern wir müssen diesen Zustand der Welt über andere Dinge erreichen. Können wir mit den Wortmeldungen jetzt erstmal weitermachen? Der Herr hinten bitte, links mit der Brille, ja.
Okay. Ich möchte erstmal Frau Wilms zustimmen, was den Vollzug betrifft. Hier geht es ja auch um grüne Politik. Ich denke, es wäre wirklich eine der wichtigsten Sachen, dass die Grünen sich für die Abschaffung des kalten Vollzugs, sozusagen der kalten Deregulierung einsetzen, die dadurch stattfindet, dass es keinen Vollzug gibt. Das ist das eine. Das zweite ist, wie sieht es aus mit dem Rohstoffhandel? Der Deutschlandfunk hat diese Woche in einem Magazin berichtet über die entsetzlichen Zustände in Kolumbien im Steinkohlebergbau, die da herrschen. Das heißt, wo einfach brutale Vertreibung stattfindet für Steinkohle, die hier in Deutschland verheizt wird. Das wäre eine Angelegenheit, weil es große Player sind, die relativ einfach, sozusagen vergleichbar mit solchen kleinen Sachen wie Textilhandel, relativ einfach zu machen wäre, zu sagen, wir dürfen hier keine Rohstoffe verbrauchen, die unter brutalen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten von Vertreibung zustande kommen. Das gilt für viele andere Bereiche auch. Gerade im Bergbau kann man sagen, das Schlimmste, was einer Bevölkerung passieren kann, ist, dass unter ihrem Boden, unter ihren Füßen Rohstoffe gefunden werden. Überall führt das zu Vertreibung. Die Bevölkerung wird dann eigentlich nicht mehr gebraucht. Wie sieht es damit aus? Das würde ich jetzt im Prinzip erstmal so stehen lassen. Dieses Thema hatten wir ja gerade schon so ein bisschen behandelt. Da hat ja Frau Wilms gesagt, ja, sie könnte sich Regelungen vorstellen dafür, dass solche Produkte hier nur verkauft werden dürfen, wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten sind. Wir hatten es beim Textil, aber das könnte ja für Bergbau ähnlich gelten. Gut. Jetzt würde ich mal weitergehen. Der Herr hinten hatte sich gemeldet mit dem Halstuch hier, bitte. Ich bin Matthias, ich bin auch Stipendiat von der Heinrich-Böll-Stiftung und ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage zu, warum Freihandel wünschenswert ist, wie Sie das am Anfang eingeführt haben, Herr Vögel. Zum einen, was verstehen Sie unter Wohlfahrt, also welchen Wohlfahrtsindikator verwenden Sie und warum ist der in einer Überflussgesellschaft, wie wir sie haben, irgendwie noch angemessen? Und zum anderen, ist dieses Ricardo-Argument, was Sie anwenden, von komparativen Vorteilen in einer hochkomplexen Welt wie der unsrigen heute überhaupt noch angemessen? Also ich verweise auf Hidalgo und Hausmann in einem Paper, das sie in Science 2007 veröffentlicht haben, wo sie eben davon ausgehen, dass ein sehr diverses Portfolio an Produkten durchaus hilfreich ist, also möglicherweise hilfreich ist, so eins aufzubauen, anstatt gleich sich auf eine Sache zu spezialisieren. Ich da direkt. Natürlich, Ricardo ist das simpelste aller Prinzipien sozusagen, das wir im Freihandel verwenden in der Theorie, auch wenn es ein sehr, sehr mächtiges ist, wie ich glaube. Aber natürlich muss man das Resultat qualifizieren und es gibt natürlich auch Umverteilungswirkungen von Freihandel, nicht? Also die Diskussion um Thomas oder angestoßen von Thomas Piketty, dass man mit seiner Händearbeit nicht mehr reich werden kann, sondern dass man Kapitaleinkommen braucht, was natürlich auch eine Folge der Globalisierung ist. Also dadurch, dass China und Indien auf die Märkte gekommen sind, war Arbeit auf einmal relativ reichlich. Und hier ist sozusagen die gering qualifizierte Arbeit natürlich unter Druck geraten. Und es gab in Deutschland, das haben wir ja auch Anfang der 2000er Jahre erlebt, gab es eine große gesellschaftliche Debatte um Umverteilungswirkung der Globalisierung. Und natürlich ist es so, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und wir müssen gucken, mit welchen Institutionen wir es schaffen, die Wohlfahrtseffekte umzuverteilen. Ich glaube, es muss sozusagen Konstitution ökonomisch bedeutet, dass wir brauchen eine Einstimmigkeit, also eine einstimmige Zustimmung, kann man das so sagen. Also Einstimmigkeit in der Abstimmung darüber, ob wir Freihandel wollen und unter welchen konstitutionellen Bedingungen. So, und das bedeutet, dass wir Wohlfahrtseffekte aus dem Freihandel so verteilen müssen, dass wir allgemeine Zustimmungsfähigkeit erzielen können. Und das hat viel damit zu tun, dass wir eben auch Lobbyinteressen kontrollieren und raushalten. Und natürlich ist der Vorwurf, dass TTIP unter Intransparenz ausgehandelt worden ist oder zumindest der Versuch unternommen worden ist, nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gab ein demokratisch legitimiertes Mandat für die Europäische Kommission, das zu verhandeln, aber dennoch war es intransparent. Und insofern glaube ich, ist das Paradigma der Wohlfahrtseffekte freien Handels,
ist abhängig oder steht unter vielen Prämissen. Und darüber muss man natürlich reden, weil diese Prämissen eben in der Realität ganz oft nicht erfüllt sind. Völlig klar. Frau Wilms? Ja. Herr Koch, das Thema mit Freihandel, meine Damen und Herren, wir haben, unser Wirtschaftssystem funktioniert in einem marktwirtschaftlichen System. Da sind wir uns hoffentlich alle langsam einig. So, da gehört auch Handel mit dazu. So, und darum meine ich, schadet es nichts, wenn wir uns tatsächlich auch ernsthaft mit dem Freihandel beschäftigen. Wie wir mit TTIP umgehen und wie das da im Close-Shop gelaufen ist, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und hier ist ja auch schon mal angesprochen worden, das Thema mit dem eigenständigen, ich glaube, Sie waren das, ne? Mit dem Schiedsgerichten und ähnlichen. Ne? So, gucken wir doch nur mal rein. Ja, das gibt da dieses alte Toll-Collect-Verfahren, ne? Mit Schiedsgerichten. Ne? Das ist ja, ich kann nur empfehlen, machen Sie keine volkswirtschaftliche Ausbildung, machen Sie eine Juristenausbildung und dann steigen Sie da ein in die Beratung an der Stelle. Da können Sie richtig Geld verdienen. Ne? Ich sage aber, wir haben in anderen Bereichen auch Schiedsgerichte, die gut funktionieren. Schiedsverfahren, wenn wir mal im Verbraucherschutz und ähnliches angucken. Ne? Also man darf nicht immer alles verteufeln, nur weil es mal an einer Stelle nicht funktioniert hat. Man muss das vernünftig handhaben und entscheidend ist, dass wir immer noch ein Rechtssystem darüber haben. Ne? So, also das lassen wir kurz noch als Antwort dazu. Was das Thema Freihandel betrifft, Wohlfahrt, wie ist der zu definieren? Wissen Sie, da haben wir lang und breit in der letzten Wahlperiode in so einer Enquetekommission rumgehühnert eigentlich wäre die Sache relativ einfach, wenn wir da mal tatsächlich uns mal mit dem nationalen Wohlfahrtsindex berücksichtigen. Ne? Den haben wir ja. Da fängt es aber an, das ganze Ding muss ich monetarisieren. Ne? So, und da fängt dann der Streit an, wie bewerte ich Erziehungsarbeit? Ne? Mit welchem Euro? Ne? Mit dem Mindestlohn oder nehme ich da 50 Euro hin für die Stunde, ne? Sie haben ja auch Kinder, ne? Koch, ne? Wie ist da die Erziehungsstunde anzusetzen, ne? So, das sind also, da haben sie erhebliche Streitfragen, ne? Die da nicht so einfach zu lösen waren. Darum sind wir da zu keinem Ergebnis gekommen, ne? Außer wir haben da so ein Sammelsurium gemacht. So, letzte, Rohstoffhandel, da hat er ja, Sie hatten ja das Steinkohlebergbau Kolumbien angesprochen, ne? Ja, wenn wir das so machen könnten, wie das da angesprochen wurde, wäre das, wie Herr Koch das erst gesagt hatte, wo ich ja auch gesagt habe, kann man mal drüber nachdenken, ist das sicherlich eine Möglichkeit, dann würde man die ausschließen, aber dann haben wir hier irgendwann gar keine Rohstoffe mehr, weil wir nämlich im Prinzip fast überall irgendwo Probleme haben, außer wenn wir das hier selber fördern und bestimmte Rohstoffe haben wir hier nicht in Deutschland, auch in Europa nicht. So, und darum tendiere ich eher dazu, dass wir uns da mal ernsthaft mit dem Thema Ressourcenbesteuerung auseinandersetzen. Das heißt, dass wir im Zweifelsfall in den entwickelten Ländern dafür sorgen, dass wenn so etwas aus unter diesen Umständen erzeugt wird, rausgeholt wird aus dem Erdreich, dass wir da dann gegebenenfalls über eine Importsteuer danach helfen, dass das dann die Preise auch etwas mehr Wahrheit sagen und dass wir hoffentlich dann auch in ein System einer Kreislaufwirtschaft reinkommen, dass sich dann lohnt, Coltan nicht immer neu abzubauen, sondern tatsächlich mal aus dem Handy, das habe ich in der Tasche, so verzücke ich es jetzt mal nicht, ne? Zu gewinnen. Ne? Ja, jetzt hatten Sie sich gemeldet. Hier vorne der Herr im weißen Hemd, bitte. Hier, er vorne in der ersten Reihe, bitte. Danke. Jo. Ja, also wir hatten ja vorhin diese Frage China und Energie und System überhaupt, wie kriegen wir das hin? In China funktioniert es ja schon ein Stück weit, dass sie das übernehmen, aber doch nur hauptsächlich deswegen, weil die ihre Probleme mit ihrer Umwelt haben und ihrem Smog und sie einfach deswegen daran was ändern müssen und bei uns fündig geworden sind mit etwas, was ihnen ein Stück weit hilft. Deswegen gehen sie ein Stück weit auch in unsere Energiestruktur. Das ist jetzt ein Beispiel, glaube ich, für alles, was wir in dieser Beziehung zu reden haben. Es kann nur funktionieren, dass wir mit dem CO2-Rückgang, mit der Umweltverschmutzung, mit dem Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort überall in der Welt zu besseren Standards in unserem Sinne kommen, wenn es uns gelingt, in den jeweiligen Beispielen zu zeigen, dass das, was wir tun, ökonomisch sinnvoll ist.
und natürlich auch die jeweiligen Nöte lindert. Und das bedeutet, unser System der Energiewende wird genau an dem Tag ein Exportschlager, was es eben trotz der Übernahme von bestimmten Elementen in China noch lange nicht ist, in dem Augenblick, in dem es uns gelingt, das System insgesamt so zu entwickeln, technisch und auch marktlich, dass alle erkennen können, dass dieses System erkennbar billiger ist als oder zumindest nicht teurer als jede andere Form der Energiegewinnung. Und das gilt für alle Produktionsbereiche durchgezogen, weil wir haben 75% der Länder in der Welt, die unsere Standards ideologisch, politisch und sonst wie scheißegal sind, die können wir nur dadurch überzeugen, dass es gelingt zu zeigen, dass diese Standards zu besseren Ergebnissen führen. Und da ist die Aufgabe. Und jetzt nur noch mal zu diesen Geschichten mit Kinderarbeit und so weiter und so fort. Das ist alles, wie Sie richtig gesagt haben, ganz furchtbar. Aber die Frage ist doch, was sind die jeweiligen Konsequenzen, wenn ich darauf mit Boykott reagiere? Dann haben die überhaupt keine Einkommensquellen mehr, die Bevölkerung dort. Es ist ja nicht so, als ob sich das innerhalb kürzester Zeit ändern würde. Wenn es nur einen Nachfrager nach Arbeit gibt in einer bestimmten Region, dann helfe ich der Region nicht dadurch, dass ich diesen Nachfrager vom Weltmarkt ausschließe, sondern ich helfe nur dadurch, dass ich Nachfrage erzeuge, die dazu führt, dass da noch irgendwas anderes gemacht wird. Und dazu kann ich diese Länder nicht aus diesem System ausschließen. Und Kinderarbeit hört erfahrungsgemäß immer dann erst auf, wenn so viel Reichtum da ist, dass es sich für die Familien und für den Staat lohnt, die Kinder lieber ausbilden zu lassen, als sie in die Arbeit zu schicken. Und das muss man sich, wenn man sich die Kräfteverhältnisse, Mehrheitsverhältnisse auf der Welt endlich mal eingestehen und einfach dafür sorgen, dass durch technischen Fortschritt, aber natürlich auch durch Handelsbeziehungen in den einzelnen Ländern das Leben für die Bevölkerung attraktiver wird. Dann hört dieser Scheiß von selber auf. Darf ich das genau, das ist der Punkt und das war das Argument, was ich ja versucht habe zu bringen, dass unterschiedliche Standards nicht das Resultat von Freihandel sind und dass wir um geringe Standards konkurrieren oder wegkonkurrieren, sondern unterschiedliche Standards sind das Resultat unterschiedlicher Einkommensniveaus. Wir dürfen nicht vergessen, dass in China 500 Millionen Menschen in Armut leben, nicht? Die leben von weniger als einem Dollar pro Tag. Und wenn wir entscheiden mit 100 Euro pro Tag, ob wir einen Euro mehr verdienen wollen oder ob wir lieber saubere Luft atmen, dann ist die Entscheidung relativ klar. Wenn Sie jemanden fragen, der in China lebt und einen Dollar am Tag zur Verfügung hat, wenn Sie den fragen, ob er lieber einen zweiten Dollar verdient oder saubere Luft atmet, dann ist die Entscheidung auch relativ klar. Wir können diese Probleme nur lösen, wenn wir diese Länder tatsächlich an Wachstum, an materiellem Wohlstand beteiligen. Herr Feld. Hier vorne bitte. Herr Merkel hat schon viel von dem gesagt, was ich sagen wollte, aber Herr Füppel, was Sie unterscheiden die Effekte des Freihandels und die Effekte des Einkommensanstiegs auf die Standardsetzung. Und was Herr Merkel eigentlich gesagt hat, wenn man das abstrakter betrachtet, ist der Einfluss des Freihandels auf die Einkommen und dadurch auf die Steigerung der Standards. Das heißt, es ist nicht getrennt voneinander, sondern es ist so, dass die Ermöglichung des Freihandels für möglichst alle Teile der Welt dafür sorgt, dass die Einkommen dort vor Ort steigen und man sich dann eben auch höhere Standards nach und nach leisten kann. Das heißt immer auch, dass es aus dem Eigeninteresse der jeweiligen Länder heraus erwachsen muss, denn wir sollten bei allen Diskussionen um Vollzug und Ähnliches nicht vergessen, dass es sich um souveräne Staaten handelt. Wir sehen ja schon in der EU, wie schwierig das ist. Es sind weiterhin souveräne Staaten. Wir sind nicht in einer europäischen Föderation, der Bund durchgreift nach unten. Ich bin sowieso skeptisch, ob das immer so machbar ist. Denken Sie mal dran, wie bei uns die Durchgriffe auf die Länder funktionieren, nämlich überhaupt nicht. Ja, also dort, wo souveräne Staaten existieren, müssen wir darauf bauen, dass deren Eigeninteresse so gelagert ist, dass wir nachher zu besseren Bedingungen kommen. Und da wär ich vorsichtig beim Thema Klima und beim Thema Armut.
immer wieder auf China zu rekurrieren, weil das nun mal der interessanteste Fall angesichts seiner Entwicklung ist, sondern viel größere Hemmschuhe bei multilateralen Handelsabkommen bei der WTO. Wenn Sie an die Doha-Runde beispielsweise denken, die ja nur mit Mühe in die Bali-Runde gerettet werden konnte, oder wenn Sie an die Umsetzung der weltweiten Verpflichtungen zum Emissionshandel denken, sind dann eher doch Staaten wie Indien oder Brasilien, wo wir nochmal ganz andere Schwierigkeiten haben. Also ein bisschen fehlt mir an der Stelle dann auch die breitere Sicht und die Zusammenhänge zwischen diesen unterschiedlichen Elementen. Ich bin noch nicht fertig, ich habe 2-3 Punkte. Moment. Also ich wollte ansprechen, die Zusammenhänge zwischen den Teilen und zweitens die Souveränität, die Sie nicht vergessen sollten. Was mir auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, Herr Föbel, Sie haben das irgendwo genannt mit den Experimenten von Esther Duflo, ist die Rolle des mündigen Bürgers, die ja in totalitären Regimes schwierig ist, aber bei uns nicht so schwierig ist. Und wir haben schon auch die Möglichkeit, über Konsumentenboykotte Einfluss zu nehmen auf internationale Handelsstrukturen. Das sehen wir insbesondere beim Thema Textilwirtschaft, wo es solche Bewegungen in stärkerem Maße in den vergangenen Jahren gegeben hat nach den Katastrophen. Je mehr Informationen wir zur Verfügung haben in unserer eigenen Welt, umso mehr Möglichkeiten haben wir, dagegen vorzugehen. Und der vierte Punkt, den ich ansprechen wollte, das ist der Zusammenhang, den wir insgesamt bei der Handelsverpflichtung haben oder überhaupt bei internationalen wirtschaftlichen Verpflichtungen. Wir schauen da gerne auf die schwarzen Schafe, weil uns die am meisten ins Auge stechen. Aber man muss schon sagen, dass ein großer Teil der deutschen Industrie, die vielen Mittelständler, die auch ins Ausland gegangen sind, insbesondere nach China, dort deutlich bessere Bedingungen bieten als der Rest der chinesischen Wirtschaft, sodass man lieber dahin arbeiten geht, so wie bei uns in Deutschland die Facharbeiter lieber zum Daimler gehen als zu irgendeinem Handwerker, weil sie da einfach viel bessere Bedingungen bekommen. Und auf die Art und Weise die internationale Wirtschaftsverflechtung beispielgebend ist und zu besseren Entwicklungen führt, weil man eben auch zeigt, wie es besser laufen kann. Auch dieser Zusammenhang fehlt mir ein bisschen. Darf ich direkt? Natürlich, ich wollte ja auch, natürlich führt Wettbewerb oder Freihandel auch mal dazu, dass mehr Wettbewerb herrscht. Ich wollte nur sagen, dass es eben auch Schattenseiten des Freihandels gibt und dass manchmal Freihandel stattfindet unter Bedingungen, in denen die Wohlfahrtseffekte eben nicht dort ankommen, wo sie eigentlich hingehören. Zu den souveränen Staaten, Herr Feld. Natürlich schließen wir Freihandelsabkommen mit souveränen Staaten ab. Das heißt aber nicht, dass in diesen souveränen Staaten Freiheit und Demokratie herrscht. Das heißt, souveräne Staaten können nach innen eben auch staatlichen Zwang und Unterdrückung ausüben. Und die Frage ist, können wir nur, weil es souveräne Staaten sind, mit diesen Ländern Handel treiben, wenn doch dieser völkerrechtlich souveräne Staat aber die eigene Bevölkerung unterdrückt? Und da, finde ich, fällt die Beurteilung schon ganz anders aus. Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wir sollten tunlichst unterlassen, dass wir ein System, wie wir es hier kennen, auch automatisch übertragen wollen in alle anderen Staaten hinein. Ne? Korruption und so weiter ist eine andere Sache. Ne? Aber wie wir hier unser demokratisches System geschaffen haben, das haben wir auch erst nach 45 hingekriegt. Ne? Vorher war das ja auch ein bisschen rudimentär. Ne? Sollten wir nicht überlegen, dass wir das Beispiel für alle anderen dann sind. Ne? Also so nach dem Motto, wie damals, kann ich mich an George W., wir machen mal Nation Building, ne, irgendwo, ne? Das hat ja nicht so richtig funktioniert. So, also darum, Souveränität akzeptiere ich, aber es gehört dann auch dazu, zu Souveränität gehört aber auch dazu, dass wir uns eine UN-Organisation geschaffen haben, das ist ja freiwillig gelaufen, ne? Und da sind ja mittlerweile alle dabei. Und das dann nicht so laufen kann, dass man sich da so ohne weiteres ausklinken kann. Da muss es sich auch irgendwo finanzieren. Wissen Sie, das beste Mittel ist immer hier, ne? Die Knete, ne? Finanziell. Ne? Damit kann man am meisten erreichen. Das funktioniert am besten. Und nicht mit irgendwelchen irgendwo Rechte oder Pflichten, die man da geschaffen hat. Und wo nachher keiner da ist, der den Prügel rausholen kann. Ne? Siehe die Sache, die da jetzt gelaufen ist in Südafrika mit dem sudanesischen Staatspräsidenten und dem Strafgerichtshof. Ne? Gibt formal alles Regelwerke dafür, aber es wird nicht eingehalten. Ne? So, und was Michael Merkel da gesagt hat, wenn wir das so regeln, dass wir uns dort hinsetzen und sagen, aber auf keinen Fall Handels führen mit irgendeinem Staat, der
jemand unterdrückt oder sonst wie, dann haben wir die auch, dann sind die Parias. Das heißt, wir haben sie komplett rausgenommen und erreichen wir dann überhaupt noch etwas? Wir müssen gegebenenfalls schauen, dass wir dort das ist eben von Ihnen angesprochen worden, warum auch nicht mal, ich kann mich an die Thema Brent Spar erinnern, ne, in meiner etwas jüngeren Zeit, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, ne? Das war ja doch nicht so ganz unwirksam, was da gelaufen ist. Ne? Also wir sind in einer Marktwirtschaft und da sagt immer noch der Preis das, was nötig tut. Ne? Ja, wir haben, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Sie wollen ja gleich auch zu Mittag essen und nicht in totaler Hektik. Insofern schlage ich jetzt vor, oder nein, ich dekretiere hiermit. Ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen auf der Liste. Die machen wir jetzt noch und dann machen wir eine kurze Schlussrunde. Sie gehören auch dazu, kommen gleich dran und dann werden wir kurz nach 1 die Veranstaltung hier beenden. Der Herr mit der Brille im, Sie sind jetzt dran. Ja, Günter Kuhnle, ich bin Jurist und Unternehmensberater. Wenn hier über Freihandel gesprochen wird, habe ich mal den Eindruck, sowas gab es bisher überhaupt nicht. Deutschland ist noch nicht Exportweltmeister geworden, weil es bisher keinen freien Handel gab. Also ich bitte Sie, worüber reden wir eigentlich? Wir reden vielleicht über bestimmte Kriterien, die, über die man sozusagen eben noch Einigung erzielen muss. Aber um beispielsweise Zölle abzubauen, dafür brauchen wir kein TTIP. Ja, TTIP ist in der Regel, also im eigentlichen Ziel geht es nur darum, dass sozusagen die Unternehmen ihre Kriterien und ihre Standards sozusagen bei uns auch verkaufen dürfen. Und wenn das nicht der Fall ist, weil die deutsche Regierung oder das Parlament sagt, solche Dinge wollen wir nicht haben oder wir wollen andere Standards haben, dann können sie uns verklagen. Und das dann bei Gerichten, die eben nicht staatliche Gerichte sind. Also ich meine, Freihandel ist eine Sache, die natürlich richtig ist, aber die Frage ist sozusagen, auf welcher Grundlage führen wir den und nicht, ob wir überhaupt welchen haben oder nicht. Die osteuropäischen Staaten sind nach dem Fall der Blöcke genauso einbezogen worden in den Handel, wie das vorher in den westlichen Staaten der Fall war. Und wir können Standards setzen. Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht, die so groß ist, dass sie die Standards einfach setzen kann. Was Kinderarbeit anbetrifft, bin ich der Meinung, dass Kinderarbeit letztendlich dadurch beseitigt werden kann, dass die Eltern mehr verdienen. Das heißt, es ist immer eine Frage der Löhne, ist immer eine Frage der Preise. Und da müssen wir dran arbeiten und nicht jetzt sozusagen zu fragen, ob wir China, unser System aufzwingen können. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt gab es hier in der Mitte eine, weil Sie waren das, genau die Frau hier mit den leicht rötlichen Haaren, bitte. Ja, danke schön. Mein Name ist Lisa Göldner, ich bin auch Stipendiatin der Böll-Stiftung. Wir reden jetzt ganz viel darüber, wie wir die europäischen Konsumentinnen, Konsumenten, wie wir den europäischen Markt vor Produkten schützen können, die unter umweltzerstörerischen Bedingungen, unter menschenverachtenden Bedingungen produziert wurden. Aber mindestens genauso wichtig finde ich die Frage, wie können sich Länder des globalen Südens denn vor unseren Produkten schützen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Subsahara-Afrika denke, wo 70% der Nahrungsmittel von Frauen produziert werden, hauptsächlich in Subsistenzlandwirtschaft. Und es sind genau die Länder, in die europäische Länder billige, industriell produzierte Agrarprodukte exportieren, wohin wir noch unsere letzten Fleischabfälle exportieren und damit die lokalen Märkte zerstören. Sie haben vorhin gesagt, Herr Füppel, für arme Familien ist es sehr wichtig, dass man ihnen ein Licht am Horizont gibt. Und für mich stellt sich jetzt die große Frage, welche Standards und welche Regeln für Freihandel brauchen wir denn, damit wir diesen armen Familien nicht ihren letzten Lichtstreif am Horizont ausknipsen? Der Herr dort hinten, bitte. Danke für die Vorlage. Hallo, ich bin Linus Bär, ich bin auch Stipendiat der Böll-Stiftung und ich will gerne genau da anschließen. Und zwar gehen meine Fragen so ein bisschen in den Bereich der zivilisatorischen Dimension dieses TTIP-Abkommens. Und zwar eben für Drittländer, vor allem Länder des globalen Südens. Also ich möchte Sie ein bisschen dazu einladen, sich in vielleicht eine andere Sichtweise hineinzuversetzen, eben mal nicht aus
europäischen oder nordamerikanischen Sichtweise darauf zu gucken, sondern eben aus Subsaharan Afrika oder Lateinamerika, Ozeanien. Um das so ein bisschen anschaulicher zu machen, möchte ich jetzt mal eine Studie zitieren, die eben vielleicht mehr für diese Sichtweise spricht. Und zwar stammt die aus einer Kooperation des BMZ mit den Fairhandelsgesellschaften, die in Europa vertreten sind. Und die sagt eben Folgendes. Insgesamt sind innerhalb Europas gibt es fünf Unternehmen, die mehr als 50% des europäischen Einzelhandels kontrollieren. Die Studie heißt, wer hat die Macht? Vielleicht können Sie es auch nochmal recherchieren, wenn Sie interessiert. Dies bedeutet, es wird in der Studie weiter erläutert, eine insgesamt extreme Konzentration der Nachfragemacht, sprich, also auf gut Deutsch, so eine Art Nadelöhr für einige Grundnahrungsmittel, gehören unter anderem Bananen, Zucker, Kakao und Kaffee dazu. Das führt jetzt zu zwei Phänomenen. Wir haben auf der einen Seite, da sprach gestern Herr Feld auch von, Statistiken, die dafür sprechen, dass die Konzentration des Einzelhandels in Summe für den Verbraucher in Europa derzeit keine Verteuerung der Lebensmittelpreise bedeutet. Gut, das heißt also, insofern reicht der Konkurrenzdruck unter den Unternehmen dafür aus, niedrige Lebensmittelpreise in Industriestaaten zu garantieren. Das auf der einen Seite. So, jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Wir betrachten der anderen Seite der Kette, der Seite der Produzenten in Ländern des globalen Südens, wirken diese Unternehmen jedoch häufig eben wie das besagte Nadelöhr. Durch ihre große Nachfragemacht können sie Abnahmepreise und Qualitätsstandard in vielen Regionen drücken. Und dies kann, wie sehr anschaulich auch im Bodenatlas der Böll-Stiftung erwähnt, unter anderem zu einer Konzentration der Böden in den Händen weniger und zur Abwanderung in Großstädte führen. Die Frage ist, auf wessen Kosten? Jetzt habe ich genau zwei Fragen in diesem Kontext an Sie. Erstens, in Anbetracht einer stetigen Konzentration des Einzelhandels in Europa, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, wodurch ist garantiert, dass nach der Einführung von TTIP keine weiteren Zusammenschlüsse stattfinden werden, beispielsweise Walmart und Edeka. Ich greife das jetzt aus der Luft. Ich weiß, dass es nicht repräsentativ sein muss, aber es ist möglich. Die zu einer weiteren Konzentration des Einzelhandels und dieser besagten Nachfragemacht des Nadelöhrs führen. Zweitens, wir sprechen von TTIP häufig als eine der letzten Möglichkeiten, internationale Standards zu setzen, anstatt in einigen Jahren hinter ostasiatischen Zusammenschlüssen zurückzubleiben. So die große Angst, die da umgeht in dem Sinne. Was bedeutet aber aus Sicht der Länder des globalen Südens der Zusammenschluss der volkswirtschaftlich größten Wirtschaftszone der Welt für die Nachfragemacht gegenüber Ländern des globalen Südens? Für wie nachhaltig halten wir es, den insgesamt 2,5 Milliarden Kleinbauern weltweit internationale Standards aufzudrücken, die sich in der Tendenz dazu führen, dass sie ihr Land verkaufen, um in städtische Ballungsräume zu ziehen und einem städtischen Lebensideal hinterherzulaufen, das einen weitaus höheren Ressourcenverbrauch nach sich zieht als Subsistenzlandwirtschaft an sich. 2,5 Milliarden subsistenzlebende Bauern. Ich vermisse nicht nur bei den Verhandlungen, und das ist jetzt der letzte Punkt, um TTIP, die langfristige zivilisatorische Vorstellung von dem, was unser Planet verträgt. Dankeschön. Okay, und die letzte Wortmeldung war hier genau der Herr dort, bitte. Danke. Matthias Genschi vom IG Metall Vorstand. Es ist auch nicht so lang bei mir. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der mir auch sehr wichtig ist. Und da habe ich einfach eine andere Meinung wie Sie. Ich glaube nicht, dass es über Preise nur regelbar ist, dass man zum Beispiel Kinderarbeit auch langfristig nicht mehr sieht und nicht mehr vorkommt, sondern ich halte Sanktionen auch in diesem Kontext für ein relevantes und wichtiges Mittel. Wenn die Leute vor Ort nicht in der Lage sind, Arbeitskämpfe zu führen, dann muss das über Sanktionen passieren, weil das eine ist, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort keinen Lohn mehr haben. Da gebe ich Ihnen recht, das ist schlimm. Das ist aber in jedem Arbeitskampf so. Das andere ist, dass der Arbeitgeber, der Kapitalist dann kein Einkommen mehr hat. Und darüber wird es sich ändern. Da sind wir dann wieder bei dem, was Sie gesagt haben, da geht es dann doch ums Geld. Und deshalb beharre ich darauf, es gibt keine Trennung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist eine Aufgabe der Gesellschaft und damit des Staates, darauf zu schauen, dass es Regeln gibt, die eingehalten wird. Wir haben einen Konsens, den führen Sie in manchen Punkten auf. Da sagen Sie, da ist er Ihnen recht, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Länder aus Afrika andere afrikanische Herrscher dem internationalen Gerichtshof ausliefern. Da ist es dann okay, dass es Verpflichtungen gibt. Aber wo es andere Verpflichtungen gibt, da wollen wir es nicht so stark einhalten. Da lassen wir das den Markt regeln. Das sehe ich nicht so. Wir haben uns darauf geeinigt. Und Sanktionen sind auch ein Mittel, um dieses durchzusetzen. Ja, vielen Dank. Das war die Reihe der Beiträge. Jetzt würde ich Ihrer Wortmeldung, jetzt würde ich Sie gerne bitten, Frau Wilms, Herrn Füppel,
nochmal einen kleinen abschließenden paar Worte dazu zu sagen, den Sack quasi zuzumachen. Und vielleicht können wir das ja, vielleicht können Sie ja dann auch jeweils ein paar Sätze zu diesem Hühnerflügelproblem sagen, also in Anführungsstrichen. Es ist ja jetzt oft angesprochen worden, welche negativen Auswirkungen der Export von Produkten aus reichen Ländern wie Deutschland in ärmere Länder hat. Also Hühnerabfälle, Hühnerfleisch, billige Hühnerprodukte, die Reste, die hier nicht gegessen werden, nicht verzehrt und verkauft werden können, beispielsweise nach Kamerun, Elfenbeinküste, was dort dann die lokale Produktion zerstört. Also eine Folge von Freihandel. Was kann man dagegen tun? Wie kann man dieses Problem regeln? Ganz einfach. Also einmal Regelung und wie könnte man es auch im Vollzug her? Was muss man machen? Wer will vielleicht beginnen? Sie? Wissen Sie, Herr Koch, da müssen wir mal die Grundsatzfrage mit unserer derzeitigen Landwirtschaftssystem stellen und dem Beihilfesystem, was dahinter steckt. Ne? Das haben wir uns selbst geschaffen, den Murks, sage ich mal ganz salopp, über EU, Europa und unsere tolle Landwirtschaftslobby, die dafür gesorgt hat, dass sie sich in die Industrialisierung begeben haben. Ne? Ich war Montag in der Nähe von Aurich wir sind da auch in so einem Konzentrationsprozess drin. Da brauchen wir nicht extra über Freihandel, sondern da müssen wir uns mal unser Landwirtschaftssystem anschauen versuchen zu lösen, aber da bin ich wieder auch bei dem, was ja eben auch gesagt wurde, das haben wir ja weitgehend in Europa abgegeben, aber wir trauen uns dort nicht, weil wir dann erwarten, dass irgendwann die Bauern wieder in Frankreich dann den Wein vor das Parlament kippen oder die Tomaten und bei uns kippen sie dann eventuell, so weit war es noch nie, aber kann ja auch mal kommen, vielleicht dann die Gülle vom Reichstag, das wäre auch mal was Neues. Ne? So, also das sind immer, da sind wir in eine Subventionsspirale reingerutscht. Das ist nämlich die Lebensmittelpolitik derzeit, aus der wir kaum wieder rauskommen. Und da tun auch manchmal, um das jetzt mal wieder aufzunehmen, Sie waren ja von der IG Metall, ne? Da tun sich die Gewerkschaften manchmal auch schwer, ne? Gerade die IG Metall ist da so ein Kandidat für Subventionen hochhalten, auch wenn sie sukzessiver Unfug sind, wie damals bei den Werften, ne? Wo wir, Hauptsache sie haben die bestehenden Arbeitsplätze, aber dass da auch mal was Neues in Gang kommen soll, das wird dann gerne verdrängt. Also um Ihre Frage da aufzunehmen, Kinderarbeit nur über Sanktionen, wissen Sie, das kann auch mal eine Möglichkeit sein, das will ich nicht ausschließen. Aber zunächst mal sollten wir den anderen Weg gehen und Sanktionen, da gehört doch immer dazu, dass man sie umsetzen kann. Ne? Und da hatten wir schon mal viele Sanktionen gehabt, die nachher dann doch nicht umgesetzt sind. Ne? Und da müssen wir dann auch irgendwo, da sind wir wieder bei dem Thema Vollzug. Ne? So und also Vorsicht. Ne? Und bei uns würde es auch manchmal ganz gut tun, wenn wir bestimmte Regularien haben. Auch mit einem Arbeitskampf kann man nicht alles regeln. Ne? Sehen wir ja gerade, Ihre Schwestergewerkschaft fährt sich da ja gerade an einigen Stellen ganz schön gegen die Wand. Das Thema, wie können wir die Länder vor uns schützen? Ich glaube, das habe ich da mit dem, das war ja dieses Frage mit dem Schlachtabfällen und Ähnlichem da eben schon mal deutlich gemacht. Und dann war ja noch die Frage, Nachfrage macht Lebensmittel, Konzentration der Nachfrage macht nach TTIP. Wissen Sie, TTIP wird da alleine an der Stelle nichts ohne weiteres lösen. Das ist auch keine Aufgabe von TTIP, sondern das ist eine Aufgabe, wo das Kartellrecht, und das haben wir ja vorher schon bei der Google-Nummer besprochen, ne? Das dann gegebenenfalls eingreifen muss und wir uns dann auch mal trauen und das nicht immer durch den Ministererlass dann aushebeln. Ne? Da kenne ich auch noch so ein paar Beispiele aus früheren Zeiten, ne? Unter Rot-Grün. Ne? Danke. Okay, Herr Vöpel. Zu Ihrer Anmerkung vielleicht. Also ich bin kein Freihandelsfanatiker. Es gibt Nachteile einer zu schnellen, abrupten Öffnung. Das ist gar keine Frage, weil man natürlich auch Strukturen zerstört, bevor sie überhaupt funktionsfähig sind. Das ist ein bekanntes Argument, dieses Erziehungszoll-Argument, dass man die heimische Industrie mal schützen muss für eine Zeit lang, um sie wettbewerbsfähig zu machen auf internationalen Märkten. Insofern glaube ich nicht, dass es in jedem Fall eine gute Strategie ist, sich sofort abrupt zu öffnen. Weil natürlich Freihandel und der Druck des internationalen Wettbewerbs manchmal auf Strukturen trifft, die eben gekennzeichnet sind durch Korruption, durch Lobbyismus und dergleichen. Das heißt, die Effekte, die, die, die,
Gewinne des Freihandels werden intern nicht so verteilt, wie wir uns das in der Theorie vorstellen. Insofern glaube ich, kommt es sehr darauf an, auf welche Institution Freihandel trifft. Und insofern rede ich gar nicht sozusagen dem Paradigma freien Handels das Wort, überhaupt nicht. Das schließt ja an Ihre Anmerkung. Wir haben es im Falle der USA und Europa weitgehend mit intraindustriellem Handel zu tun. Das heißt, es gibt aufgrund von TTIP nicht unbedingt handelsumlenkende Effekte zwischen Industrieländern und Entwicklungs- oder Schwellenländern, sondern es kann sein, dass England Marktanteile an die USA verliert, wenn wir nicht tarifäre Handelshemmnisse zwischen den USA und Europa abbauen. Das heißt, wenn Sie sagen, TTIP würde jetzt arme Länder negativ betreffen, dann würde ich dem nur bedingt zustimmen, weil es insbesondere den intraindustriellen Handel zwischen den USA und Europa betrifft und natürlich andere Länder. Es gibt eine Umlenkung von Handelsströmen, gar keine Frage, aber es betrifft nicht primär die Entwicklungsländer. Was TTIP selbst betrifft, es geht im Wesentlichen nicht um den Abbau der Zölle. Die sind weitgehend liberalisiert. Wir haben zwar in einzelnen Bereichen hohe Zollsätze, im Bereich der Nahrungsmittel, also die Europa hat hohe Zollsätze auf nicht verarbeitete Lebensmittel der USA und umgekehrt, die USA haben hohe Zölle auf verarbeitete Lebensmittel, die aus Europa kommen. Also es gibt immer noch einzelne Branchen, wo wir durchaus Zölle haben, aber wesentlicher ist der Abbau nicht tarifärer Handelshemmnisse. Und dabei geht es ganz wesentlich um den diskriminierungsfreien Zugang wechselseitig zu den Märkten. Und das hat was mit Wettbewerb zu tun. Wir wollen also gerade nicht den Großkonzernen es ermöglichen, Monopolgewinne auch im anderen Land zu erwirtschaften, sondern es geht darum, durch den diskriminierungsfreien Zugang Wettbewerb zu erhöhen. Und dann würde ich sagen, brauchen wir auch keinen paternalistischen Ansatz zu sagen, Chlorhühnchen will ich nicht, das möchte ich gerne dem einzelnen Konsumenten überlassen, ob er das haben will oder nicht. Und nebenbei bemerkt, die Franzosen haben die Regel, dass man den Salat in Chlor spülen muss, nicht? Und kein Mensch regt sich darüber auf, dass der Salat, der aus Frankreich kommt, einmal durch Chlorwasser gezogen worden ist. Und insofern muss man da, glaube ich, sehr genau darauf achten, was muss ich staatlich im Sinne des Vorsorgeprinzips, das natürlich in Europa vorherrscht, regulieren, festsetzen, zertifizieren und was kann ich einem mündigen Bürger überlassen? Ja, vielen Dank. Also, schwer das zusammenzufassen. Ich will mal sagen, ich fand es sehr interessant, diesen Gegensatz, den man jetzt auch nicht auflösen kann. Wir hatten ja im Prinzip eine These, der auch ich eher anhänge, wie Sie ja wahrscheinlich gemerkt haben, also Freihandel braucht Standards. Es ist ein Plus. Und die andere These war, Freihandel schafft Standards, Wohlstandssteigerung und dadurch kommen sie automatisch quasi oder man muss nachhelfen. Aber diesen Widerspruch können wir jetzt nicht auflösen, haben wir nicht aufgelöst. Mit dem entlasse ich Sie in die Mittagspause, in den Rest der Veranstaltung. Schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie mitdiskutiert haben und schönen Tag noch. Und natürlich darf ich nicht vergessen, ganz herzlichen Dank den beiden Diskutanten, Frau Wilms und Herrn Vöpel hier vorne. So, tschüss.